Hallo Freunde, willkommen zurück zu Magic 2015. Für diese Woche habe ich mir überlegt, wir basteln das Deck, das wir Freitagabend benutzen, mal vorab. So kann ich auf die einzelnen Karten ein bisschen mehr eingehen. Ihr wisst schon, bevor ihr die Spiele seht, womit ihr es bei mir zu tun habt. Dann muss ich nur noch auf die Karten des Gegners genau eingehen. Außerdem möchte ich euch einen kleinen Einblick geben, was mir durch den Kopf geht, wenn ich ein Deck baue. Eins noch vorab, Deck bauen ist jedenfalls bei mir ein ziemlich langwieriger Prozess. Ich habe eine Grundidee, bastel damit ein Deck, dann spiele ich das gegen ein paar Mal gegen eine KI, dann baue ich es um, nehme die schwachen Karten raus, nehme andere mit. Ich probiere eine Menge aus. Das zieht sich für gewöhnlich über mehrere Tage, bis ich dann das Deck habe, das ich schlussendlich haben will. Das kann ich natürlich nicht alles in ein Video packen. Deshalb nehmen wir erstmal die erste Version mit. Was dann über die Zeit hinweg geändert wird, darauf kann ich vielleicht auch noch mal kurz eingehen. Mal sehen. Gut, als erstes starten wir mal Deckmanagement. Und wir wollen ein neues Deck bauen. Jetzt haben wir hier die Möglichkeit, ein vorgefertigtes zu wählen und das noch ein bisschen zu verändern. Wir haben ja auch eine kleine Beschreibung, um welche Farben es geht und wie sich das Deck im Einzelnen spielt. Wir fangen allerdings mit einem Blanko-Deck an. So, da sind wir im Deck-Editor. Wie wir sehen können, enthält unser Deck-Human keine Zaubersprüche. Im Normalfall nehme ich mir ein oder zwei Karten des Decks. Die Karten sehe ich und dann denke ich mir, boah, da musst du unbedingt mal ein Deck mitbauen. Das wäre ja eine super Schlüsselkarte. Damit funktioniert es bestimmt. So eine ähnliche Situation hatte ich. Und zwar habe ich gesehen, diesen Goblin. Für zwei Mana eine 2-2 ist erstmal ganz okay. Und ganz nebenbei werden alle Spontanzauber und Hexereien, die wir spielen, günstiger. Dazu ist es eine Common. Das heißt, die kann man viermal mit ins Deck nehmen. Für eine Schlüsselkarte eine tolle Sache. Nehmen wir mal so mit. Dann habe ich mir überlegt, der alleine reißt noch nichts. Also brauchen wir noch weitere Karten, die das unterstützen. Und zwar, wenn Spontanzauber und Hexereien günstiger werden, können wir die sehr schnell spielen. Das heißt, auch wenn wir einen guten Card Draw haben, gehen wir ziemlich schnell durchs Deck durch, weil die eben noch effektiver werden dadurch. Stellt euch vor, wir haben zwei oder drei von dem draußen liegen, dann geht das schon ganz schön ab. Das heißt, es wäre nicht schlecht, wenn wir ein und denselben Zauber immer wieder spielen könnten, wenn wir den immer wieder vom Friedhof zurückbekämen. Und da habe ich diese Markierin hier gesehen. Wenn die ins Spiel kommt, bringe einen Spontanzauber oder eine Hexereikarte deiner Wahl aus dem Friedhof zurück auf die Hand. Das heißt, wir können die Zauber immer und immer wieder spielen, sobald wir eine Möglichkeit haben, sie immer wieder zu spielen. Aber das ist leichter, als man glaubt. Leider kostet sie 4 Mana. Wir nehmen da mal 3 Stück mit. Ich glaube, das sollte auch erstmal reichen. Dann habe ich gesehen, es gibt eine rote Kreatur. Die ist sogar noch besser als sie. Das sind die zauberbrechenden Teufel. Eine 4-4. Immer wenn wir einen Spontanzauber eine Hexerei spielen, erhalten diese Teufel plus 4 plus 0. Das heißt, wir werden dafür belohnt, das zu tun, was wir mit dem Deck sowieso vorhaben, nämlich viele Spontanzauber und Hexereien zu spielen. Und ganz nebenbei bringen wir zu Beginn des Versorgungssegments eine zufällige Spontanzauber- oder Hexereikarte vom Friedhof auf die Hand zurück. Das bedeutet, wir können unsere vergünstigten Zauber noch öfter spielen. Und ganz nebenbei werden die Teufel auch noch immer stärker. Habe ich mir gedacht, das ist doch mal eine solide Basis. Damit kann man doch ein Deck aufbauen. Nun ist es so, dass es die Teufel auch noch in klein gibt. In sehr klein. Da haben wir hier diese Meiler-Unholde. Eine 1-2. Immer wenn man Spontanzauber oder Hexerei wirkt, erhalten die plus 3 plus 0 bis zum Ende des Zuges. Für 2 Mana, gar nicht so schlecht als Kreatur. Und wenn wir uns mal angucken, wie unsere Mana-Kurve aussieht, noch kann man nicht von der Kurve sprechen. Aber ich würde sagen, da nehmen wir einfach mal welche mit. Im Zweifelsfall können wir damit vielleicht ein bisschen blocken. Und wenn nicht, was soll's. Dann steht hier nebendran der Gossenschütze. Immer wenn wir einen Spontanzauber oder eine Hexerei wirken, fügt er automatisch 2 Schaden zu. Keiner Kreatur, sondern nur dem gegnerischen Spieler. Kreatur wäre mir lieber, noch lieber wäre es, wenn man sich's aussuchen könnte, was das Ziel ist. Aber wir sind ja nicht bei Wünsch dir was.
Wir nehmen hier mal 3 Stück mit. So, dann haben wir schon mal einige Kreaturen ausgewählt. 16 Stück. So langsam wird es ein bisschen eng. Was wir dann als nächstes vielleicht tun sollten. Möglichkeiten, um sie immer wieder zu spielen. Da hätten wir den Flinkling für 2 Mana. Eine fliegende 2-2. Flieger sind schon mal gut. Wenn der Gegner keine hat, können wir damit jede Runde 2 Schaden machen. Und den Gegner langsam aber sicher zermürben. Und wenn er ins Spiel kommt, müssen wir ihn opfern, wenn wir nicht eine andere Kreatur, die wir kontrollieren, auf unsere Hand zurücknehmen. Das sieht ziemlich gut aus mit der Magierin. Ganz nebenbei hat sie noch die Fähigkeit Aufblitzen. Das heißt, die können wir zu jedem Zeitpunkt spielen, wo wir auch einen Spontanzauber spielen könnten. Als Beispiel, wir benutzen die Gossenschützen, um eine starke Kreatur des Gegners zu blocken. Möchten aber nicht, dass die Gossenschützen sterben. Blocker ist deklariert. Solange der Gegner nicht trampelt, werden wir keinen Schaden erhalten. Dann spielen wir den Flinkling mit Aufblitzen, nehmen die Gossenschützen auf unsere Hand zurück. Die gegnerische Kreatur ist nach wie vor geblockt. Wir haben wieder eine fliegende 2-2 im Spiel, den Gossenschützen auf der Hand. Den können wir nächste Runde wieder ausspielen. Wir haben nichts verloren, sondern der Gegner hat im Prinzip ins Leere angegriffen. Ziemlich tolle Sache, können wir vielseitig benutzen in der Offensive und der Defensive. Und wir können damit unsere Spielmechaniken hier vorantreiben. Gut, jetzt haben wir schon 19 Kreaturen. Ich würde sagen, das ist schon fast zu viel. Denn wir wollen ja schließlich mit Spontanzaubern und Hexereien spielen. Aber bisher ist jede Kreatur relativ nützlich. Wie viele wir davon letzten Endes behalten werden, na, da schauen wir mal. Gut, dann gucken wir, so mache ich es jedenfalls, ich schaue mal als nächstes dann die Hexereien an. Die sind für gewöhnlich langsamer als andere Karten. Aber oftmals dadurch stärker. Meine Spontanzauber nutze ich eigentlich dafür, die Kreaturen und die Hexereien zu unterstützen oder den Gegner zu stören. Schauen wir mal, was wir hier haben. Obersten 5 Karten, das können wir in unserem Deck eigentlich nicht brauchen. Wir wollen Schaden machen, wir wollen den Gegner möglichst schnell erledigen. Hiermit könnten wir eine Karte auf die Hand zurückbringen. Das trifft auch auf unsere Magierin zu. Aber sie kostet 4 Mana und wird nicht günstiger gemacht durch unseren Goblin. Deshalb wäre es vielleicht eine Sache, na, schauen wir mal, ob wir noch was anderes finden, was vielleicht wichtiger ist. Was haben wir hier? Zeitschleife. Das ist eine Mythic Rare, das heißt, die dürfen wir nur einmal ins Deck nehmen. Aber wir kriegen danach einen zusätzlichen Spielzug. Das klingt doch schon mal mächtig. Kostet eigentlich 5 Mana, aber mit den Goblins wird es günstiger. Denn die Goblins reduzieren diese 3 hier. Wenn wir 3 Goblins hätten, würde es 2 Mana kosten für einen zusätzlichen Spielzug. Und da wir ja Hexereien und Spontanzauber vom Friedhof zurückkriegen, mit etwas Glück, wenn das die einzige Karte ist im Friedhof, und wir hätten die Teufel draußen, könnten wir jede Runde zusätzlich Spielzüge machen. Das ist ein Lock, weil der Gegner, wenn er keine Spontanzauber auf der Hand hat, da sich nicht mehr raus befreien kann. Wir spielen das jede Runde, kriegen es jede Runde auf die Hand zurück und dann baut sich unser Deck immer weiter auf und der Gegner kann nichts mehr machen. Nehmen wir mal mit die Zeitschleife. Das an sich ist eigentlich schon eine Winning-Option. Die Teufel werden immer stärker, wenn wir was spielen. Wenn wir was spielen, kriegt der Gegner Schaden und wir kriegen die Zeitschleife theoretisch unendlich oft zurück. Der Gegner kommt gar nicht mehr zum Spielen. Das ist alles Mill, also Bibliothek des Gegners zerstören. 2 Kreaturen austauschen. Ich weiß nicht. Das gefällt mir alles nicht so sehr. Schauen wir mal, was Rot zu bieten hat. Kreaturenspielsteine als Hexerei. Wir bauen diesmal ja kein Token-Deck, sondern wir wollen Schaden machen. Groll der Götter. Jeder Kreatur 3 Schadenspunkte zu. Das heißt, diese ganzen Token-Decks mit vielen, vielen kleinen Kreaturen können wir damit einem Schlag quasi zerstören. 3 Schaden ist zu viel für die meisten unserer Kreaturen. Die einzige Kreatur, die wir bisher haben, die das übersteht, sind die Teufel. Und das ist eine wichtige Kreatur. Wenn wir das ganze Board clearen können, das heißt alle Kreaturen des Gegners zerstören und auch alle unsere Kreaturen mit Ausnahme der Teufel, holen uns die Teufel vielleicht diese Karte zurück, dann können wir diesen Status quo beibehalten und jede Runde relativ stark angreifen.
Weil Hexerei, das macht die Teufel in unserer Runde stärker. Und dann greifen die jede Runde mit 8 an. Der Gegner hat keine Blocker mehr. Im Optimalfall. Nehmen wir mal mit. Wer weiß, wofür man es brauchen kann. So, für 3 Mana 3 Schaden zufügen. Man kann sich's aussuchen. Ob Kreatur oder Spieler. Außerdem dürfen wir Hellsicht 1 machen. Klingt erstmal nicht schlecht, aber da bin ich, glaube ich, ein bisschen zu sehr verwöhnt. Ich kenne nämlich Karten, die sind Spontanzauber und für ein Mana, für ein rotes Mana 3 Schaden zufügen. Na, bin ich kein großer Freund von dem Ding. Tektonische Spalte. Ein Land zerstören und nicht fliegende Kreaturen können nicht blocken. Das klingt schon mal relativ vernünftig. Wenn der Gegner ein Land hat, das uns arg stört, können wir das damit zerstören. Wenn wir das mit den Teufeln immer wieder zurückbekommen, können wir jede Runde ein Land des Gegners zerstören. Bringen ihn so wieder in eine Lock-Situation, denn wenn er keinen Mana hat, um was zu spielen, kann er nichts machen. Klingt erstmal nach einer schlauen Sache. Außerdem können nicht fliegende Kreaturen nicht blocken. Wenn der Gegner keine Flieger hat, kann er unsere Teufel nicht blocken und kann er auch unseren Unhold nicht blocken. Das heißt, wir können mit relativ viel Schaden einfach durchmarschieren. Sieht doch gar nicht so schlecht aus. Was haben wir hier? Kontrolle übernehmen. Ja, das kann funktionieren. Für 4 Mana ist es aber ein bisschen teuer. Hier können wir ein Land oder ein Artefakt zerstören, auch für 4 Mana. Dann wäre mir die tektonische Spalte lieber, weil das mit unseren Kreaturen und dem Nichtblocken besser funktionieren sollte. Da kann man 2 Kreaturen gegeneinander kämpfen lassen. Hat Vor- und Nachteile. Wir könnten zum Beispiel mit den Unholden eine Blutfeder spielen. Dann haben die Unholde 4-2 und damit können wir eine relativ starke Kreatur des Gegners rausnehmen. Verlieren allerdings die Unholde dabei. Für 6 Mana, muss ich sagen, gibt es allerdings günstigere Möglichkeiten, um Kreaturen loszuwerden. Ja, und grün haben wir nicht im Deck. Das heißt, das wären erstmal die schwarzen und blauen Hexereien, die wir mitnehmen wollen. Das ist noch ein bisschen dürftig. Wie wir sehen, haben wir nur 5 Zauber dabei. Kein Problem, wir haben ja noch jede Menge Spontanzauber zur Auswahl. Kreaturen aufpumpen und Erstschlag. Grundsätzlich eine tolle Sache, aber in unserem Deck werden wir es wohl nicht brauchen. Der Schock. 2 Schaden für ein Mana auf. Kreaturen oder Spieler. Ihr erinnert euch, 3 Schaden war das andere, kostet 3 Mana. 1 Schaden mehr, 2 Mana Unterschied. Ich glaube, wir nehmen lieber den Schock mit. Kann uns solche Kreaturen und im Prinzip alles beim Gegner loswerden, was arg nervig ist. Kreaturen mit hoher Widerstandskraft sind selten stark im Angriff. Oder sie sind extrem teuer. Ansonsten die kleineren Support-Geschichten, wie zum Beispiel auch solche Goblins hier, wird man mit einem Schock super los. Und im Zweifelsfall, wir spielen einen Schock auf den Gegner, sind 2 Schaden, ist ein Spontanzauber, der Gossenschütze nochmal 2 Schaden. Für ein Mana 4 Schaden auf den Gegner, ist jetzt auch nicht verkehrt. Vulkanischer Geysir ist ein Spontanzauber. Für 2 rote und X fügen wir X Schaden zu. Das heißt, wenn wir hier 5 Mana ausgeben, schießen wir 3 Schaden. 3 Schaden für 5 Mana ist nicht wirklich gut, finde ich. Und ja, man hat zwar das Potenzial, damit 12 Schaden zu machen, aber mal ehrlich, man hat mal 14 Mana übrig. Bin ich kein großer Freund davon. So, dann hätten wir einen Schädelbrecher. Gegner können keine Lebenspunkte dazu erhalten. Der Schaden kann nicht verhindert werden. Und es sind 3 Schaden, allerdings nur auf Spieler, nicht auf Kreaturen. Trotzdem, für 2 Mana mit dem Goblin für 1 Mana 3 Schaden. Keine Lebenspunkte dazu erhalten. Es ist ein Spontanzauber. Wenn der Gegner etwas spielt, er bekommt 8 Lebenspunkte dazu. Sowas gibt es in Grün zum Beispiel. Spielt man das auf den Stapel, wird zuerst ausgelöst. Gegner kriegt 3 Schaden und keine 8 Lebenspunkte. Tolle Sache. Habe ich leider nur einmal in der Sammlung. Ist eine Ankammer. Das heißt, die könnte man 3-mal mitnehmen. Ich habe sie leider nur einmal. Muss ich noch ein paar Spiele machen, damit ich davon vielleicht noch eins kriege. Eine Flugstunde. Klingt erstmal gut. Man opfert eine Kreatur und Kreatur oder Spieler hält so viel Schaden, wie man, wie die Kreatur Stärke hatte. Nehmen wir mal wieder unseren Unhold. Theoretisch könnte man zuerst glauben, klar, man spielt einen Spontanzauber, er kriegt plus 3, plus 0, hat 4, man opfert ihn und dann kriegt der Gegner 4 Schaden. So funktioniert das aber leider nicht, denn noch bevor das hier wirklich auslöst,
muss man eine Kreatur als zusätzliche Kosten opfern. Das heißt, er wurde schon geopfert, bevor das wirklich gespielt ist. Also wenn ich das richtig verstehe, bringt uns das gar nichts, deshalb nehmen wir es erstmal nicht mit. Vielleicht mal in einem Decktest, wenn wir da soweit sind, dass ich das mal genau ausprobiere. Aber so wie ich das verstehe, funktioniert das nicht zusammen. Angreifende Kreaturen werden verstärkt, das bringt uns relativ wenig. Explosiver Aufprall, 5 Schaden für 6 Mana. Gut, mit dem kleinen Goblin hier drüben werden das dann 7 Schaden für 6 Mana. Trotzdem nicht so wahnsinnig berühmt. Schauen wir mal nach dem Blauen. Für einen Mana können wir aus einer Hexerei im Prinzip einen Spontanzauber machen. Und dürfen noch eine Karte ziehen. Zusätzlich haben wir Hexereien, wo sich das lohnt. Groll der Götter wäre eines, um kurzfristig nochmal einen Angriff zu verhindern. Die Zeitschleife können wir in unserem Zug spielen, ganz bequem. Das brauchen wir nicht im gegnerischen Zug zu machen. Und die tektonische Spalte. Ja, nicht fliegende Kreaturen können nicht blocken. Das bringt uns nur was in unserem Zug. Spielen wir also auch in unserem. So schön die Karte eigentlich ist, sie bringt uns in unserem Deck bisher nichts. Lassen wir mal weg. Ablenkung, minus 1, minus 0. Und eine Karte ziehen. Also wenn, dann nur für eine Karte ziehen, aber da gibt es, glaube ich, bessere Karten. Ende der Reise. Bringe eine Kreatur deiner Wahl auf die Hand ihres Besitzers zurück. Hellsicht 1. Mit den Goblins kosten die auch nur ein Mana. Und wir kriegen damit unsere Magierin zurück. Auf die Hand. Wir könnten damit auch die Flinklinge zurück auf die Hand bringen, um sehr defensiv zu spielen. Wir blocken mit der Magierin. Bringen die mit den Flinklingen auf die Hand zurück. Nächste Runde greift der Gegner an. Wir blocken mit den Flinklingen. Bringen sie mit Ende der Reise zurück auf die Hand. Wir haben 2 Angriffe abgewehrt und effektiv keine Kreatur verloren. Wir können die Archimagierin wieder spielen. Wieder blocken, Flinklinge und so weiter. Ihr seht schon, also das kann man unendlich oft treiben. Wenn man sich diese hier dann immer wieder zurück auf die Hand holt mit der Magierin. Das heißt, das ist sehr defensiv einsetzbar. Aber wenn der Gegner auch eine Kreatur spielt, die wir nicht so einfach kaputt kriegen, können wir ihm die immer wieder auf die Hand zurückbringen. Alles, was wir bisher nicht zerstören können, ist relativ groß in der Verteidigung und damit wahrscheinlich teuer. So hätten wir im schlimmsten Fall 2 Mana ausgegeben und der Gegner muss nächste Runde vielleicht nochmal 4 oder mehr Mana bezahlen, um die Kreatur wieder auszuspielen. Und wir haben Hellsicht 1, wir können uns dann entscheiden, ob wir nächste Runde die oberste Karte ziehen wollen oder ob wir dann die nächste nehmen. Die nehmen wir mal mit, weil die vielseitig einsetzbar sind und günstig. Hier haben wir Negieren, nicht Kreaturzauber. Eigentlich ganz nett, aber wir haben relativ schwache Kreaturen, die eigentlich nichts weiter machen, außer unser Deck zu unterstützen. Ich habe das Gefühl, Kreaturen werden unser Schwachpunkt werden. Neutralisieren Kreaturen oder Aura-Zauberspruch deiner Wahl. Oder für ein Mana mehr. Neutralisiere einen beliebigen Zauberspruch und Hellsicht 1. Mit den Goblins kosten die gleich viel. Wir nehmen mal 2 hiervon mit. Minus 4, minus 0 auf alle gegnerischen Kreaturen bis zum Ende des Zuges. Das ist im Prinzip einmal verhindere allen Schaden. Oder so gut wie. Na, ich weiß nicht. Wenn wir noch Platz haben. Inspiration, ziehe 2 Karten, das ist enorm wichtig und mit der Magierin und den Teufeln können wir das immer wieder machen. Das sorgt dafür, dass wir handlungsfähig sind, dass wir viele, viele Karten spielen können. So, zuckender Konter wäre eigentlich eine super Karte. Wir neutralisieren einen Zauber und können dann eine Karte mit dem gleichen Typ von unserer Hand spielen, ohne die Mana-Kosten zu bezahlen. Für 6 Mana ist das allerdings enorm teuer. Auf der anderen Seite, der Gegner spielt eine Hexerei. Wir spielen zuckender Konter, das ist aufgelöst und wir können von unserer Karte zum Hand zum Beispiel die Zeitschleife spielen, ohne die Mana-Kosten zu bezahlen. Trotz allem 6 Mana, ich weiß nicht, habe ich kein so gutes Gefühl. Und wenn wir mal schauen, wir haben jetzt 39 Karten insgesamt und noch keine Länder. Wir sollten uns vielleicht nur um die Länder kümmern. Das ist Doppelland für Rot-Blau. Da könnten wir mal 2 oder 3 mitnehmen. Sollte reichen.
Dann nehmen wir ein paar Gebirge mit. Und natürlich ein paar Inseln. Ja, 21 Länder ist bei der Mana-Kurve, denke ich, das Minimum. Das könnte auch so schon verdammt knapp werden. Wobei die meisten Sachen kosten 2 Mana. Das ist relativ günstig zu machen. Und durch die Goblins werden sie unter Umständen noch etwas günstiger. Könnte also hinhauen. 4x1 Mana, das sind unsere Schocks. Die in der ersten Runde zu spielen macht wenig Sinn. Deshalb, uns fehlt ein bisschen die Geschwindigkeit an der Sache. Aber im Prinzip würde ich das Deck so erstmal ausprobieren. Schon haben wir 60 Karten drin. Also, ihr habt gesehen, das ist schneller voll, als man glaubt. Wie ist denn die Einschätzung? Tempo 3, okay. Wir sind nicht sonderlich stark. Das liegt daran, dass wir wenig Kreaturen mit hoher Stärke haben. Wir sind relativ kontrollstark. Klar, mit Zeitschleife, Schock, Möglichkeit, Karten, Kreaturen zu zerstören, vorne und hinten. Länder können wir zerstören. Wir können verhindern, dass der Gegner blockt. Das sind alles kontrolllastige Sachen. Funktioniert ganz gut. Und Synergie mit diesen ganzen Karten zurückholen und immer wieder spielen und passive Effekte auslösen, wenn man Karten spielt. Das greift alles recht schön ineinander. Ich denke, das ist erstmal gar nicht so schlecht. Gut, so viel dann dazu. Ich werde das jetzt noch ein bisschen testen und vielleicht noch ein bisschen verfeinern, je nachdem, welche Karten man noch brauchen kann und welche nicht. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns Freitagabend und zocken dann eine Runde mit dem Deck. Bis dahin, macht's gut und haltet die Ohren steif. Ciao, Freunde!